Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Genau, die wilde Mathilde. Und wir haben uns entschlossen, nochmal in die verseuchte Stadt zu gehen. Weil wir suchen noch ein Grab. Eine Buchhandlung. Damit wir ein Taschenmotorrad bauen können. Und aus dieser schrecklichen Gegend herauskommen. Da vorne ist ein Hund. Ja, scheiße. Gehe ich lieber mal durch das Minengebiet hier. Gut, hier ist bisher alles kaputt. Ne? Schlange. Wenn die Schlange immer so schlecht trifft, weil die so schlängeln. Ah, Schlange! Ah, Schlange! Nein, gehst du! Ah! Verdammt, hat mich erwischt. Lass dich doch von der Schlange nicht beißen. Oh, einen Hit habe ich. Oh. Jetzt müsste sie. Sehr schön, ist tot. Jo, drei Fleischreicher. War nur ein leichter Biss. Alles gut. Oh, Zombie-Horde! Laufen, oh, laufen, ey. Laufen, laufen! Boah, sind ein paar. Rechts. Das Ding ist, wir wollen da zu den Hochhäusern, weil da ist ein großes Crackbook, das wissen wir schon. Echt? Bei den Hochhäusern ist in der Regel auch ein großer Crackbook, da wo man den ganzen Turm eigentlich abgrasen kann, wenn man weiter oben ist. Also zumindest würde ich da wollen. Ja, wenn da Bücher sind, dann will ich da auch hin. Aber mir fällt wieder auf, hier sind sehr viele Militärstützpunkte in dieser verseuchten Gegend. Ah, ich glaube, die Zombie-Horde ist schon am abgehängt. Links ist ein Hund, und dann laufe ich doch mal weiter. Ich mag keine Hunde. Ja! Ja! Ich habe einen Bergarbeiterhelm! Ich habe einen Bergarbeiterhelm! Bergarbeiterhelm! Dann erleuchte mir den Weg. Mathilde, hab nen Bergbauhelm! Aua! Aber nicht nett. Ich will auch ein. Das kann ich nachvollziehen. Das ist toll, sowas zu haben. Ja. Aber. Taschenmotorrad rumfahren. Oh, jetzt hakt's bei mir. Ein bisschen hat's gerade ein bisschen gehakt. Oh, oh. Oh, Schattenflimmern. Oh. Rittmann. Skaterpunk. Ich wollte hier in Ruhe das Auto looten. Hund hinter uns. Südosten, Südwesten da. Gut, dass wir nach Norden wollen. Gut. So, hier ist dieses eine. Wo diese so ein so ein hohes Gebäude ist, sind eigentlich die anderen nicht weit. Wenn du da sagst. Links sind wir damals lang gelaufen. Da weiß ich noch. Hier sind wir gerade ausgegangen. Haben wir nichts Tolles gefunden eigentlich. Nur hohe Gebäude. Der Tower? Was ist das für ein Tower? Das weiß ich nicht. Oh, warte. Ich glaube, ich sehe das Gebäude, das wir suchen. Ah, ich glaube ich auch. Ich habe gerade so die Ecke gesehen, was du meintest. Schon wieder so ein Militärdingsbums. Dir ganz schön viel. Aber ohne Waffe gehe ich da nicht rein. Ne. Ich habe zwar eine, aber eine schlechte. War das diese... Oder ist das ein Gefängnis? Das sieht echt nach einem Gefängnis aus, ne? Waren wir schon mal in einem Gefängnis? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß es nicht. Aber... Sieht super verteidigt aus, ohne mit den Mauern. Ja. Man hat Türme. Und es ist ein ziemlich großer Komplex. So groß, dass wir ihn nicht verteidigen können.
Probleme. Na gut, wir können noch unterteilen, indem wir unten noch auch noch verschiedene Zonen einbauen, so. Dass wenn sie irgendwie durch eine Mauer brechen, quasi in einer Zone sind. Oh Scheiße, das ist das falsche Gebäude. Ich denke, das ist das Gebäude. Das dachte ich, aber das ist dieses Pharmaceutical-Gebäude. Das ist nicht das Crackerbook-Gebäude. Mano. Von Higashi. Ach, Mano. Ich will Bücher. Ich will Bücher. Tripperin hinter dir. Ich will Bücher, du Stripperin! Gib mir Bücher! Na los, gib mir Bücher! Gib uns Bücher! Bücher! Oh, sie hatte ein natürliches Antibiotika dabei. Ja, sag ich so. Gib uns Bücher! Wollen wir da trotzdem reinschauen? Hm, Higashi. Ist ja ein Riesengebäude. Na gut, gucken wir mal. Ich mach mal mein Licht an. Mach mal dein Licht an. Ich hab Licht, ich mach mein Licht an. Geh mal vor. Hier ist ein Safe, aber aufklappen habe ich mir keine Lust. Warte mal, hier sind alles. Irgendwie waren wir hier schon mal unten drin, anscheinend. War das in diesem Spiel? Ja, hier sind leere Hängeschränke. Ja, bei mir auch. Sind wir hier vielleicht dann wieder rausgegangen, weil es uns zu dunkel war? Ja, das stimmt. Stimmt, die waren doch hier drin und es war zu dunkel. Genau. Ich weiß nicht, inwieweit du hier schon oben gelootet hast. Du warst hier von uns beiden, glaube ich, alleine oben. Die Küche ist auf jeden Fall leer. Gut, Hund ist draußen. Ich bleib hier auch drin. Nee, noch open? Ach, das scheint eine Bar zu sein. Geh mal auf die andere Seite. Ah, hier geht's höher. Nimm die Fackel mal mit, vielleicht brauche ich die hier noch. Ja. Der ist aber da gerade schön hochgekommen, der Businessmann. Ah, Businessmann, hilf mir. Komm nämlich rein. Da hat er mich erwischt. Verdammt. Ich dachte, ich schaffe es noch beiseite zu gehen. Huch! Wollte er mich überraschen. Sorry, deinen Drink haben wir nicht. Eieieiei. Nichts dabei. Toller Businessmann. Ist es schlimm, wenn ich die ganzen Fackeln abtrage? Na nö. Fackeln. Messer. Ah, da war ich noch nicht drin, aber kannst ja mal gucken, was da ist. Mein Knüppel ist kaputt. Fackeln können die, brennen können die ja nicht. Ne? Oh, schade. Ich glaub nicht. Noch eine Fackel. Oh, jetzt brauche ich irgendwo ein bisschen Eisen her. Toll. Kann dir was geben? Hier in den Kühlschrank packe ich dir was. Ah, warte, ich kann es doch einfach so machen. Na, oder so. Ich brauche ja nur ein bisschen, um meinen Knüppel zu reparieren. Oh. Das hat nicht gereicht. Also bestimmt irgendwelche Sachen, die ich mit dem... Nee? Irgendwelche Rohre oder so? Halt jetzt, ich habe was dabei. Aua! Aua!
Aua, 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 Hilfe, aua. Hilfe war da. Danke. Hoppalen. Ich weiß, ich hatte mal, wir waren schon mal in diesem Gebäude. In diesem Gebäudetyp. Die sind ja meistens dann doch alle gleich. Waren das die, wo so ganz, ganz fiese Fallen dann irgendwie waren, wo der Boden weggebrochen ist? Da bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, ich weiß, in diesen Bürotischen hatte ich irgendwann eine Waffe mit 80 Schuss gefunden oder so. Na, die können ja überall lauern, die Zombies. Kleine, dreckige. Ah! Rotflinte! Aua, Hilfe! Ah, drei auf einmal! Ah, ah! Nahkampf! Unten ist ein Wolf. Ja, ja, den habe ich schon die ganze Zeit. Vitamine, ich benutze die gleich mal. Lecker Vitamine, ich fühle mich gleich gesund. Ich glaube, die bringen auch gar nichts, oder? Ja, und stimmt. Also hier sind ganz schön viele Footballhelme, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, bei guter Wertigkeit nehmen sie mit. Aber ich habe gerade einen mit Wertigkeit 50. Ist nicht so der Hammer, aber... Kannst du zerlegen dann. Ah, gut. Ach, hier warst du schon. Das ist nett. Ist dadurch, dass ich jetzt schon einen Bergbauhelm gefunden habe, müssen wir nur einen Bergbauhelm bauen. Ah ja, was da drin war, war ein Witz. Ein Teil von einer Schrotflinte und... Kommen wir hier rüber? Ah ja, hier warst du schon drin, okay. Nee. Da bin ich nicht rübergeklettert. Ist ein Klo offen, also... Achso. Ich dachte, hier wärst du gewesen. Nee. Habe ich gar nicht das Klo durchgecheckt. Mache ich das jetzt? Also bisher nichts Geiles. Ich hätte... Bisher hat sich das Gebäude nicht gelohnt. Naja. Da ist ein Fahrstuhlschacht. Der bergab. Oh, aber das sind Rohre. Ich an die Rohre rankomme? Ja! Ich mach den Fahrstuhl kaputt. Okay. Ach, das ist ein Klo, brauchen wir nicht. Aber dann kann ich dir einen Backbau hinbauen, weil ihr habt ja schon irgendwie so neun Elektro-Parts. Oder du kannst hier den Backbau hin dann bauen, besser gesagt. Ja. Ah, hier ist ein Zombie, dann waren wir hier nicht, oder? Hier sieht alles gleich aus. Oh, ich sollte mal was trinken. Gluck, gluck, gluck. Gluck, gluck, gluck. Weißt du, ob wir hier waren? Nein, waren wir noch nicht. Oh, Munition. Das war gut. 20 Schuss Pistolenmunition und 10 für den Schrot. Und das hat gelohnt, hier eine Aktentisch. Das war ein guter Tisch.
jeder Tisch so toll sein? Bauplan für die Schrotflinte. Habe ich schon gefunden vorhin, kannst du ja lesen. Habe ich schon. Dann kannst du ihn zerstören. Oder wieder zurücklegen. Papier haben wir auch genug. Okay. Dann weg damit. Muss ich mir nur mal meine selbstgebastelte Schrotflinte wieder basteln. Was denn? Die ist geil. Ich finde die Aussage einfach nur geil. Da muss ich meine selbstgebastelte Schrotflinte wieder basteln. Das klingt einfach lustig. Donnerbüchse. Da kann ich schon mal den Wert für die Schrotflinte ein bisschen hochpushen. Oh, das ist ein guter Helm. Das ist 200 Wertigkeit. So. Na, irgendwie wieder auf die andere Seite kommen, ne? Ach, der, ja, ich wollte gerade fragen, ob du hier warst, aber... Der war ja... Der lebt ja. Mensch. Oder ist tot. Nein, ach, ich muss verpassen. Ja. Passierschein A38. Zack. Und Level Up. Ach, hier ist wieder ein Safe. Nagelkeule zum Lernen! Juhu! Meine Lieblings-Nahkampfwaffe. Und eine Pistole, endlich. Zack. Bessere Wertigkeit. Nochmal 5 Schuss. Glasscheibe kann raus, braucht kein Mensch. Ah, den Safe lasse ich mal safe sein. Weil meine Spitzhacke ist so gut wie hin. Okay. Hast du einen Weg nach oben gefunden? Nach oben? Ja, weiter hoch. Ja, durchs Treppenhaus. Müssen wir aber da dieses runtergelassene Gitter kaputt kloppen. Und die sind wirklich sehr, sehr, sehr stabil. Hm. Hallo. Bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Du musst wieder durchs Klo gehen, da habe ich ein Dings aufgestellt. Weil diese Dinger hier haben eine Wertigkeit von 2000, das dauert zu lang. Gut, dann sind wir hier erstmal fertig, würde ich sagen, wenn wir nicht weiter hochkommen. Ja. Also wir würden schon, aber es dauert halt länger. Was macht die Wand? Was macht die Wand? Was macht die Wand? Was macht welche Wand? Ja. Das ist eine Betonwand. Okay. Hat sich geklärt. Ich wusste es ja nicht, ich frage ja nur. Ich hab's jetzt nicht gesehen. Und ich meinte jetzt hier hin, eigentlich, da im Treppenhaus. Ne, da könnten wir halt das hier weiter einkloppen. Mhm. Schade. Haben die Säcke gut zugemacht. Na gut, dann ein anderes Mal. Dann erstmal wieder raus hier aus der Irrenanstalt. Na gut, hier gehe ich nicht runter. Gibt nur gebrochene Beine. Das fände ich so cool. Haben noch 2 Schienen zu Hause. Ja, also es gibt hier viele Gebäude, aber jetzt nichts eins, wo ich sagen muss, oh, da rein. Ja. Das sind alles so einzelne Familienhäuser. Ich glaube, auch in den größeren gibt es auch, wenn man ein Regal mit Büchern, aber... Ja, das ist eigentlich komisch, weil eigentlich gibt es immer, gerade in diesen größeren Städten, einen so einen Scrap-a-Book-Tower. Da ist unten nicht so viel, aber wenn man so ein bisschen... Wolf. Wo? Da vorne auf der Straße. Ah, okay. Bist du da hochgekommen? Ich will auch gleich hoch. Über den Zaun.
bin erst auf den Zaun geklettert und dann auf dieses Vordach. Ich musste erstmal ein Businessman töten. Weil, dann kann ich von hier oben sehr sicher das Wölfchen töten. Ja, aber ich habe mir gedacht, dass du das machen willst. Das ist schon hier. Gut, gut. Oder du. Oder so. Ich mach ein Wölfchen, ich kümmere mich um die Zombies. Wölfchen tot. Ja, Zombies machen Party. Wollen sie auch kloppen, bis sie blau werden. Häuschen gucken einfach noch ein bisschen. Boah, nimmt sich hier. Oder willst du noch mal durch die Stadt und gucken, ob wir da was Interessantes finden? Ich richte mich nach dir. Ich gehe hier mal querfeld ein. Aber hier ist ja kein Minengebiet. Nee. Ah, hier sind auch nur einzelne Häuschen. Ganz normal. Kann uns noch das Post Office anschauen. Mann, das Post Office. Ah, auch hier ist ein großes Gebäude. Also ich habe jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel Platz davon mal abgesehen. Ja, doch, ein bisschen habe ich. Esse ich mal was. Bauen wir uns das auch nochmal. Na, das könnte ich auch mal machen. Kann ich das zerschrotten? Und hier könnte ich eine Aloe Vera Creme draus machen, wenn ich die benutze. Ja. Trinken muss ich auch mal wieder. Weil im Office-Bereich habe ich viel Geld gefunden, aber sonst auch eigentlich nicht viel Kleidung. Ja. Ach, ich gehe mal reingucken. Vorne ist schon so ein Penner hier. Was ist das da? Ah, ist Müll. Ich dachte, das wäre einer. Gut, so viel dazu. Na gut, wenn du da aufmachst, reicht ja, wenn einer auch eine Tür aufmacht. Geh mal rein. Ich komme nach. Hallo? Sind das Saves oder sind das einfach nur... Ah, oh, die sind leider alle zu. Ich weiß nicht, ob man die aufklappen kann, aber... Kann man nichts rausholen. Boah! 4000! Sind die denn? Wahnsinn! Ne, wer weiß, was da drin ist. Man kann ja gleich mal einen aufkloppen. Wenn du Stahl hast oder so, damit ich das reparieren kann. Ich habe kein Eisen dabei. Aber meine Spitzhacke ist doch ziemlich komplett. Ja, ich hau mal auf den vorne, unten links. Oder? Ja. Bis meine Spitzhacke kaputt ist. Okay. Das war es schon. Oh, ich habe einen schönen Schraubenschlüssel gefunden. Den nehme ich auf jeden Fall mit. 225. Oh! Antibiotika. Müssen gleich mal gucken, was wir. Und zu mal nach hinten gucken. Ich deshalb überrascht werden vom Zombie. Und ich will das die Post nicht mehr, was wir hier machen. Sollten vielleicht auch gleich mal gucken, was wir irgendwie zusammenpacken können, weil ich spiele Ball. Toll! Aha. Nichts! Aha. Nichts! Mu, mu, mu. Ich dachte, das wäre ein Schließfächer oder sowas. 4000 Kloppen war weg und nichts bekommen war. Fantastisch. Mach mal Tür auf.
Ja, ich wollte da erstmal gucken, ob ich vielleicht Zombies von hier schon mal wegschießen kann. Ja, gut, das ist eine gute Idee. Ich weiß, es ist ja auch Mana. Aber klopf mal weg. Ich klopf ja schon. Mann, oh Mann, ey. Ah, hier ist noch ein größerer Safe. Ich habe jetzt keine Lust auf Safe. Als Tuch brauche ich auch nicht. Ah, Zombie, 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 Zombie. Im Dunkel. Töten, 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 Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, ich habe heute echt eine sehr verletzungsreiche Folge. Ja, leuchte die mal an. Ich hab die auch nicht gesehen. Oh, Fackel mal wieder anmachen. Kann ich gleich meine natürlichen Antibiotika nehmen, ey. Hier ist noch ein Buch Pistolen, aber ich glaube, das kennt jeder schon. Ja. Geht's in den Keller. Ja, können wir gleich mal Lucky Lucky machen. Ist hier noch Oh, was? hier sind noch ganz viele Saves. Oh ja. Das sind wirklich diesmal Saves. Oh, kriecht, Zombie kommt hochgekrochen. Ach, so sehe ich ihn. Scheiß. Leuchte ich mit der Fackel, du. Geil, das. Burning Man. Das geht doch mal, muss nur häufiger zuschlagen. Gut zu wissen. Mache ich das gleich mit dem weiter. Oh! Ein Schlag, er ist tot. Zack, ich sehe alle. Hinter dir! Wo denn? Oh, jetzt hat sie mich Ach, gehauen. du meintest die Tussi, auf die Ja, habe ich ja. doch. Ach so, jetzt habe ich nicht gesehen. Hat sie mich gehauen. Renn doch mal. Jetzt muss ich noch was essen, ja. Was esse ich denn? Was esse ich denn? Was esse ich? Ah, Rindfleisch hört sich gut an. Da werde ich wieder gesund. Die haben es hier aber mit den Saves, du. Ja, das habe ich auch erwartet von dieser großen Poststation. Aber das mit den 4000, das war ja ein Witz. Ja. Habe ich mich auch leicht verarscht gefühlt, um ehrlich zu sein. Ich helfe mal das mit meiner Steinaxt. Bringt nicht viel, Danke. aber es motiviert. Meinst du, ich fühle mich nicht ganz so alleine? Ja. Meine Motivationsaxt. Gleich reparieren. Benzinkanister. Zum Lernen. Hattest du schon, oder? Nee, hatte ich noch nicht. Das ist schon gut. Aber da ist sogar noch einer drin. Also, falls du es nicht kannst, kannst du es jetzt auch noch lernen. Ah, ich kann's schon. Cool. Ich weiß, wie man Benzinkanister baut. Man braucht Plastik. Und irgendwie. Ich vermute mal, das geht eher um die Benzinkanister, die du aus den Benzinfässern machst. Ja. Aber jetzt in echt, dachte ich gerade so. Einfach Plastik in Form bringen. Zusammenklatschen. Dann fertig. Ja, musst du nehmen. Ja, dann gib her damit. Sind das so Waffenteile, die nicht so geil sind? Dann zerlegt sie. Nein, wir haben noch nicht so viele Waffen. Ja, aber ganz ehrlich, benutzen wir die jemals die Waffenteile, die so schlecht sind? Selbst ob wir sie haben oder ich nicht. Ich guck einfach, wenn ich eine Waffe. Ich will wenigstens eine von jedem Typ haben. Den Rest kann ich gar kaputt machen. Aber da ich jetzt nicht weiß, was wir schon in der Basis haben. Außerdem nutzt du ja keine Waffe, nur ich nutze die. Hier ist noch eine Herausforderung. Tierisch gut. Tierisch. Mal nett. Ja.
Aber oben habe ich jetzt keine Lust, Saves zu hauen, also. Ah, den nehmen wir hier noch mit. Okay, nur den einen da. Dann würde ich auch sagen, machen wir uns auf dem Heimweg, weil in der Nacht ist eine Horde bei uns gewesen und wir müssen ein bisschen unser Häuschen reparieren, beziehungsweise uns fallen. Auch zur Information, wir im EG unseres Hauses gibt es ein Klo, das haben wir kaputt gemacht und da haben wir in die Erde gebuddelt, um Stein abzutragen und da hoffen wir auch demnächst halt Eisen zu finden. Können wir euch ja in der nächsten Folge mal zeigen. Oh, was ist das denn bitte? Schrotflinten, Verschlussgehäuse, Fertigkeit 9. Ja, das kannst du dermaßen zerstören. Das will ich nicht mal anfassen, will ich das nicht machen. Nee. Ja, also ich würde mal sagen, kommen wir nochmal her, wenn wir besseres Werkzeug haben. Ja. Weil hier sind ja dann bestimmt noch 5, 6 Saves gewesen oben. Irgendwie muss es auch hochgehen, da gibt es noch eine Etage. Ja? Also zumindest sieht sie so aus, mit der Decke. Die ist höher als, aber ich glaube, es ist nicht so gewollt. Na gut. Wenn du nach oben guckst, man könnte denken, es ist noch eine Etage drüber. Ist aber irgendwie ein bisschen dumm gemacht, aber naja. Oh. Naja. Joa, ups, nein. Etwas frustrierend. Ja. Mal wieder. Also, naja, gut, letztes Mal hatten wir ja wenigstens die Bücherei Graf gefunden, aber. Ja. Graf mit Doppel-F. Aber, ja, wir haben ja noch diese andere Stadt, die so ganz weit weg ist. Da könnte noch was sein. Oh. Süd. Was ist denn das hier? Auf jeden Fall irgendwo im Süden von unserem Lager war ja noch was. Ja, ich weiß nicht, ob du auf deiner größeren Tour noch eine Stadt, größere Stadt gefunden hast. Ja, in einem grünen, verbrannten Gebiet habe ich noch eine gefunden. Ja, ne, da waren wir ja schon mal. Das war die, wo wir mal so ewig unterwegs waren hin. Wo wir so 3 Stunden oder so hinbrauchen oder sogar noch länger. Dafür habe ich ja wenig aufgedeckt von der Stadt. Ja, wir waren aber auf jeden Fall mal drin, aber man könnte gucken, ob da halt so ein Nähgun-Pistolen-Dings. Hast du gefunden? Ja, hier im Müll. Ja, im Müll findet man manchmal tolle Sachen, ne? Ja. Was die Leute alles wegwerfen. Achso, ich nehme jetzt mal meine Antibiotika hier. Und verbinde mich nochmal. So. Deswegen, also diese durchsuche Müllhaufen und so, ja, kann sich immer mal wieder lohnen. Wenn es auf dem Weg liegt, einfach mal reinschauen. Also. Genau. Mich ärgert es, dass das Gebäude, zu dem ich hin wollte, tatsächlich nicht hier ist. Das ist so eine große Stadt und dann gibt es dieses verdammte Gebäude nicht. Ja, also ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben. Die Map, die wir haben, ist zufallsgeneriert. Es gibt ja einmal eine fertige quasi, aber ich glaube, die haben wir so schon ein paar Mal bespielt. Es ist dann halt keine... Ich finde es immer... Fuck! Ich bin tot! Hier ist ein Wolf! Hilfe! Ja, ich komme schon. Ein Hit. Als ist er auf mich unterwegs. Nicht mit mir heute, Junge. Fick dich! Fick dich! Fick dich! Nachladen, Bitch! Ich bin ein Gangster. Ich hab eine Pistole. So. Juhu, ich schleppe 19 Fleisch mit mir rum. Wee. Und wir leben noch. Ich glaube, rechtsrum ist besser. Okay. Laufen wir über den Damm, da können wir euch gleich nochmal den Damm zeigen, wo Heinrich irgendwie gerne seine Festung draufbauen würde. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr von der, also wir haben es normalerweise immer so gemacht, wir haben uns ein grünes Gebiet gesucht, dann immer ein Gebiet, was so ein bisschen, also uns einen Vorteil gibt, entweder so am See, eine kleine Insel, zum Beispiel das Teil hätten wir jetzt von diesem Baum hier einfach mal durchgebuddelt und abgetrennt. Sag ich mal, aber... Was wir auch schon gemacht haben, das war, da war eher im Gebirge gebaut, sag ich mal, oder in einem Berg, wo man so eine richtig schöne Steilwand hat, dass man sich so eine kleine Bergfestung gegraben hat eigentlich. Da muss man aber sagen, das war auch richtig krass. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt da eine Straße, die geht gerade weiter. Und links und rechts auf einmal richtig hohe Berge. Und dazwischen hatten wir gebaut.
Ja, oder auch diese Höhlendinger, also wo man so einen Kreis eigentlich hat, wo dann da so wirklich gerade die Berge hochgehen, ja, dass man da in den Berg reinbuddelt. Und hier war halt die Idee, dass man hier irgendwie auf der Mitte sozusagen eine Festung errichtet. Genau, man kann hier Erde aufschütten. Ich weiß aber nicht, wie tief das Wasser ist hier. Gucken wir mal. So tief ist es nicht. Oh, doch. Ist schon tiefer als sonst. Also bei so einer... Ja, also die Idee war einfach, ja, dass wir hier links und rechts abkapseln, quasi mit Mauern. Also wir mauern eh einmal drumrum. Aber, ja, man könnte später hier eine Zugbrücke bauen. Man ist da mitten quasi auf dem Fluss. Zombies greifen natürlich auch durch den Fluss an. Die können hier unter Wasser gehen. War so die Idee, aber bisher haben wir nichts Besseres gefunden. Ja, mein Problem, was ich habe, ich würde, wenn, halt auch gerne innerhalb der Festung Nahrung anbauen können. Und damit man hier Nahrung anbauen kann, wir hatten das schon mal versucht, da wollten wir in der Kirche unsere Basis mal aufbauen und da hatten wir da extra so Erde drin aufgehäuft. Aber da konnte ich irgendwie die Erde nicht fruchtbar machen mit der Gartenhacke. So, das heißt, wir müssten hier komplett einmal durch den Asphalt durchgraben. Und darunter ist, glaube ich, erstmal Sand. Naja, haben wir was zum Hacken? Also, können wir mal einen probeweise mal abhacken, Asphalt? Dann sehen wir das ja gleich. 500. Ich helfe dir. Dann sehen wir das ja gleich. Weil darum wollen wir unbedingt diese Motorräder haben, damit wir weiterfahren können und vielleicht ein neues Gebiet erschließen können oder einsehen können, auskundschaften. Was ist das für die Erde? Sand. Also Steine. Also der Kackboden. Also er ist eigentlich ganz gut. Das ist Sand, ist Sand. Nee, ist Sand. Ja, jetzt ist ein Vorschlag, aber... Ja. So richtig 100 Pro bin ich auch noch nicht mit zufrieden, weil es ist kein grünes Gebiet. Wir haben hier wenig Bäume, weil die könnte man pflanzen, das dauert aber ein bisschen. Das geht ja eigentlich, aber... Ja, bis wir die Festung gebaut haben, ist ja eh Weihnachten. Haben wir schon da massig Bäume. Ja, ja, die Festung, das dauert. Weil die Festung haben wir immer mit Cuttlestone, also nicht Zimmer. Cuttlestone und dann hatten wir, glaube ich, sogar außen, und wir hatten, glaube ich, eine innere Mauer mit Pflasterstein und außenrum haben wir dann, glaube ich, sogar noch Zement gemacht. Genau, aber so weit sind wir diesmal nicht, also. Nee, wir sind bei weitem nicht so weit. Wenn ich an unser letztes Spiel denke, da waren wir an Tag 9 viel, viel weiter. Da hatten wir auch schon Motorräder, wir waren von unserer Metallfertigung schon weiter. Also. Es läuft wirklich eher schlecht, ja, aber im Vergleich zu anderen. Das ist einfach Zufall, ob man jetzt die Sachen, die man braucht, findet. Und wir haben bisher das, was wir brauchen, gerade ein Taschenmotorrad, nicht gefunden. Weil ich weiß noch, das letzte Spiel hatten wir sehr früh ein Taschenmotorrad. Also so, ich glaube, das haben wir an Tag 2 haben wir das Buch sogar schon gefunden. Ja, es ist einfach Glück. Ich denke mal, es ist per Zufall, wie das alles spawnt. Und, ja, klar. Dann konnten wir halt die Gegend perfekt auskundschaften. Jeder fährt in eine Richtung und gut ist. Aber hier haben wir halt bisher das Pech. Also Städte hatten wir ja bisher, also da können wir uns ja nicht beklagen. Ja, Städte haben wir hier gut in der Gegend. Ja. Aber... Wenn wir das grüne Gebiet, was ich jetzt hier auf der Karte letztes Mal geguckt habe, hier... Hier gibt es keinen See, hier gibt es kein tolles Gebirge, wo man quasi irgendwie einen Vorteil hat. Das sind das ist ein seichter Hügel, das heißt, die Zombies können ganz normal hochgehen. Was wir meinen ist, wenn es so schräg runter geht, ist eigentlich das wie bei dem Gebäude da. Oder bei uns ist es ja auch ein bisschen. Genau, also hier sieht man es ein bisschen angedeutet. Ich weiß nicht, ob man das auf dem kleinen Bild bei mir vernünftig erkennen kann. Ansonsten zeigt euch das Heinrich vielleicht eh nochmal. Aber da geht das dann echt noch steiler. Vielleicht kommen wir ja mal an was vorbei, wo man entscheidet. Na, weil hier sieht man jetzt hier an den Bäumen vorbei. Es ist seicht, da kommen die Zombies locker hoch. Und jetzt gehen wir hier durch unseren Wald. Es ist ja echt schon Wald hier, Mensch. Das wir gepflanzt haben. Das ist cool. Sowas. Sowas gibt es noch in höher manchmal. Das ist jetzt nur 2 Steine hoch quasi oder 3. Das geht manchmal dann noch richtig. Es gibt so richtig als Wand quasi, so 8 hoch.
Was wir dann gemacht haben, ist dann halt ein, zwei Betonklötze, und der Beton war es nicht, Fottlestone oder wie es hieß, das ist halt nicht so toll wie Beton, aber schon hart, da können sie halt gegenkloppen, wie sie wollen, und die haben nur zwei Möglichkeiten hochzukommen, quasi. Und dann kann man nämlich hier schon anfangen, hier die Fallen zu bauen, weil hier laufen sie gegen Wand. Ich bin Zombie, hier ist Wand. Und ja, hier haben wir dann Stacheln gebaut, andere Fallen. Ganz praktisch. Und dann ist halt doof, als wir das mal gemacht hatten, da hatten wir hinten rücks irgendwie auch irgendwas war zu oder Berg, dass da von hinten keiner kommen kann. Also irgendwie ein Gelände mit Vorteil für uns, dass wir quasi vielleicht nur uns auf eine Seite konzentrieren müssen und nicht auf vier Seiten. Weil wir können ja quasi von vier Seiten angegriffen werden zurzeit. Und ja, bringt uns hier keinen Vorteil irgendwie, das Gebäude hier. Und darum sind wir mit der Gesamtsituation noch nicht zufrieden. Eine Festung kann man eigentlich überall hinbauen, aber... Und hübsch muss es ja auch sein. Ja. Das grüne Gebiet sieht einfach besser aus. Ja, man fühlt sich da einfach wohler. Hier ist alles so... Genau. Grau. So, und bevor wir... Du kannst ja mal weiter Holz hacken. Ich zeige nochmal ganz kurz unsere Höhle. Ja, du kannst auch nochmal... Ja, doch, zeig mal die Höhle. Ich zeig mal die Höhle. Zeig mal die Höhle. Das machen wir halt nachts. Wollen ja die Zeit nicht ungenutzt lassen. Stein kann man immer gebrauchen. Bei diesem Gebäudetyp ist das Klo immer hier unten. Seid vorsichtig, wenn ihr hier mal reingeht. Manchmal, weil hier ist vorne ist eine Tür gewesen. Und manchmal stehen die Zombies direkt hier so. Die warten dann quasi auf euch. Hier ist die Schüssel und da dachten wir, wenn hier die Schüssel ist, hauen wir die mal weg und gehen mal hier runter. So. Mathilde hat natürlich einen Bergbauhelm. Die braucht jetzt keine Fackel mehr rumschleppen. Aber hier hat sie runtergegraben. Oh, richtig steil. Und man sieht auch auf der Karte, wie tief sie ist. Minus 27 Meter. Und ich habe dann auch irgendwann angefangen, ein bisschen zu graben in einer anderen Richtung. Ist einfach nur, damit wir vielleicht Eisen finden, Ressourcen. Manchmal kriegt man hier auch Kupfer. Nee, gar nicht Kupfer. Kupfer. Wie hieß das hier? Blei. Oder Messing. Blei, Messing finden wir nicht. Nee, Messing nicht, aber Nitrat war das noch, ne? Nitrat ja. Und Kohle. Nitrat, genau. Ne? Und das kann man nachts gut machen, weil was will man sonst nachts machen? Die ganze Zeit hier rumstehen, warten, macht auch keinen Spaß. Und wenn nachts Zombies angreifen und es ist eine Kreischerin dabei, also generell, wenn eine Kreischerin draußen ist, die hört man vom Zombie-Typ, da gehen wir gar nicht hoch. Da hacken wir einfach weiter, weil wenn wir rausgehen und die Kreischerin sieht uns, dann kreischt die erst recht nochmal und dann lockt sie noch mehr Zombies an. Das macht dann noch mehr Arbeit, als dass wir einfach warten, bis sie von den Fallen selber sterben. Ja, so viel dazu. Ja, wir gucken mal, was wir morgen so machen, ob wir uns nochmal eine andere Stadt anschauen, in der Hoffnung, das gewünschte Buch zu finden. Ja, aber wir müssen... Mal gucken, vielleicht warten wir auch mit der Aufnahme entsprechend, bis wir was Vernünftiges gefunden haben, weil ich glaube, nur Leuten zuzugucken, wie sie irgendwie blöd durch die Gegend laufen, ist ein bisschen nervig. Ne, laufen will ich jetzt nicht sein, ne, das ist ja... Ich meine, auch wir können uns hier gar nicht über irgendwas unterhalten, also... Ja... Wir können auch über Goldbarren sprechen, wie man sie fälschen kann. Ich find die Story so geil. Das will ich euch noch ganz kurz erzählen, bevor wir die Aufnahme beenden. In Göttingen wurde ein Junge hochgenommen quasi. Der hat angefangen mit 18 Goldbarren zur Bank zu bringen. Anfang waren es 5. Die Bank hat sich gefreut, hat die Goldbarren gekauft, dem Jungen abgekauft und er hat immer Reihe nach und nach immer wieder Goldbarren vorbeigebracht. Endeffekt waren es 259 und ich glaube aufgefallen ist es oder misstrauisch worden sie, als die Mutter auch angefangen hat, Goldbarren zu verkaufen. Und insgesamt hat der Junge, ich glaube, über 300.000 Euro verdient. Und ja, es sind keine echten Goldbarren gewesen, sondern es war Kupfer, Messing in Form gebracht eines Goldbarren und dann mit Blattgold drüber geballert, also drüber getan. So, dass es aussieht wie ein echter, ja? Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ich bräuchte den schlechten Schraubenschlüssel und falls du hast, einen schlechten Clownhammer. Clownhammer habe ich nicht. Schraubenschlüssel packe ich hier in der kleinen Tasche. Schreibtisch. Ja.
Ich habe gerade gesehen, ich brauche einen Mechanical Part. Wir haben nicht genügend Mechanical Part. Sorry. Ja, auf jeden Fall ist das den Bankleuten erst sehr, sehr spät aufgefallen und das Gold haben sie, die in Häkchen Goldbarren, haben sie an weitere Banken verkauft, weiterverkauft, an Privatkunden und einen Teil haben sie auch eingeschmolzen. Also super Geschichte. Also insgesamt hat er 259 Goldbarren vertickt. Und dann ist ihnen das aufgefallen. Bei 259, bisschen spät. Aber sehr geil. Ich bin kein Banker, ich habe auch jetzt bin kein Goldprofi. Ich fand halt nur die Geschichte echt toll und beneide den Jungen, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin. Na gut, ich glaube, wir haben jetzt lang genug gelabert. Es ist auch die Nacht ja. Und jetzt warten wir eigentlich quasi wieder auf den nächsten Tag. Ja, und ich habe leider festgestellt, dass ich zu wenig Mechanical Parts habe, um eine Werkbank zu bauen. Das heißt, Heinrich muss noch einen weiteren Tag länger auf seinen Helm warten. Nein, dann trage ich so lange meinen Football-Helm. Yeah. Ja, da war ein sehr guten mit 254er Wertigkeit. Gut, dann verabschieden wir uns. Liken, abonnieren nicht vergessen. Kommentare sind auch immer gern gesehen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.